Hallo meine Lieben. Ja, auf mehrfache Nachfrage hin würde ich euch gerne zeigen heute, wie ich mit den Polychromos koloriere. Bin da jetzt auch noch ja, Anfänger, würde ich jetzt fast sagen. Also mache das jetzt keinen Monat mit denen, sonst hatte ich die Nuvo-Alkoholmarker. Wer da ein ausführlicheres Video gerne zu sehen möchte, der kann gerne unten in die Kommentare schreiben oder eine Mail schreiben oder mich auf Instagram anschreiben oder auf Facebook. Dem komme ich sonst natürlich sehr gerne nach. Genau, heute zeige ich euch einmal, wie gesagt, auf Nachfrage dann hin die Polychromos. Da hat, glaube ich, so jeder seine Technik und seine Auffassung von schön oder ja. Ich zeige euch heute einmal, wie ich das mache. Vorab gesagt, ich habe mir jetzt nicht dieses 120er Paket geholt, also diesen Karton. Beziehungsweise dieses, ja, ist glaube ich so ein Holzkoffer ist das, glaube ich. Ich wollte das erstmal testen, ob ich damit zurechtkomme, weil die ja doch ein bisschen teurer in der Anschaffung sind. Habe mir so ein paar nach und nach gekauft. Das sind jetzt diese hier. Ich kippe mal ein bisschen. Sind 45 Stück an der Zahl und damit kriegt man schon gut was hin. Also ich habe Hautfarbe, habe Brauntöne, Grautöne und dann Rot-Blau, also von jedem so ein paar Töne, dass man da gut was mischen kann. Kriegt da bis jetzt auch gut was hin mit den 45 Stück erstmal und kommt da gut mit zurecht. Genau, ich habe euch schon mal ein bisschen was vorgestempelt. Zeige euch heute einmal, wie ich dieses Mädel hier koloriere. Das ist ein Stempel von, also das hier von Hello Bluebird. Und das hier ist die Sonne aus dem Create a Smile Scene Builders. Stempelset. Genau, also ich starte am liebsten meist immer mit der Hautfarbe, mit dem Gesicht. Habe dazu so vier, also drei Töne sind es eigentlich. Ich mische aber meist dann, nehmen wir meist noch einen dunkleren mit. So, da ist der fleischfarbene. Und nehmen wir den. So, ich zeige euch einmal nur die Farbnummern eben. Also das ist der hellste ist Beigerot. Ich glaube, Fleischfarbe heißt der sonst auch. Ist die 132. Dann die Fleischfarbe Mittel ist die 131. Fleischfarbe Dunkel ist die 130. Der ist verkehrt. Und da nehme ich immer noch diesen Bister 179. So, gerade jetzt habe ich gerade den falschen gegriffen. Da ist er. So, Zimtbraun Cinnamon nehme ich da gerne noch die 189. So, genau. Und dann starte ich eigentlich am liebsten mal mit dem, das macht jeder anders, mal die einen mit dunkel, die anderen mit hell. Ich starte am liebsten mit dem hellen, weil da kann man erstmal noch nicht so viel kaputt machen. Starte am Rand. Die Dame im Fachgeschäft hatte mir empfohlen, immer in kleinen kreisenden Bewegungen und lieber ein bisschen weniger drücken, wobei ich am Rand jetzt hier meist starte, dass ich schon ein bisschen drücke, aber jetzt nicht so wahnsinnig doll. So, und mache meistens dann einfach schon mal die Konturen, also die Ränder jetzt um die Haare herum. Öhrchen nehme ich gleich mit. So, und zur Mitte hin lasse ich den Stift wirklich ganz, also wirklich nur übers Papier gleiten, dass das ist fast nicht berührt. So, dann nehme ich mir meistens mal einen Ton dunkler, nehme jetzt hier die Fleischfarbe Mittel und gehe am Rand nochmal ein bisschen definierter entlang. So, hier um die Haare herum. Ihr seht schon, das ist schon ein bisschen dunkler hier. Auch ganz leicht und auch in kreisenden Bewegungen. Es dauert mit den Polychromos natürlich ein bisschen länger als jetzt mit den Alkoholmarkern zum Beispiel. Aber das Ergebnis ist halt ein ganz anderes dann einfach auch. Ne? So, hier im Kinn nur ganz leicht. So. Dann nehme ich mir, ich schaue mal von Bild zu Bild, welche ich da nehme, den bistre Ton und wirklich ganz
nur am Rand, dass es so ein bisschen Tiefe hat. Zum Beispiel jetzt hier, wo die Haare, der Pony endet praktisch. So, dann nehme ich mir nochmal den hellsten wieder und verblende das nur so ein bisschen zur Mitte hin. So, dann nehme ich mir wieder den 183, so ein bisschen bei der Nase, kleinen Schatten setzen. So. Und dann nehme ich mir die Fleischfarbe Dunkel, ganz leicht rote Wangen. Also da braucht man wirklich nicht drücken, lieber ein bisschen weicher und ein paar Mal mehr drüber, als dann zu viel Farbe zu haben. So, und dann verblende ich immer nochmal komplett alles weiß, dass ich dann nochmal überall drüber gehe mit der hellsten Farbe, mit der 132. Die 179 nehme ich nochmal, doch nochmal ein bisschen hier, ein bisschen dunkler machen. Und dann wieder den hellsten. So, das gleiche mache ich mit den Händen, wobei ich da meist immer nur so zwei, drei Töne nehme, nämlich nochmal den Zimtbraunton, die 189. Und koloriere die unten jetzt. Also praktisch das Licht würde jetzt von oben fallen oder von der Seite. Das muss man sich dann eben vorher überlegen. Wo fällt das Licht rein? Hier ist die Sonne jetzt in dem Fall von da. Genau, also unten wäre jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen dunkler. Der untere Handbereich dann. Und hier wäre es der Daumen, weil die Hand nach unten zeigt. So, dann wieder den hellsten, die 132. Dann hier die verblenden die Kanten. Und den Rest male ich dann mit aus. So. Genau. Das wäre es fast. Genau, nehme ich nochmal Zimtbraun, habe ich den Hals vergessen. Genau, der wäre jetzt hier außen natürlich ein bisschen dunkler. So, und dann den hellsten. Die Haare, ich würde da jetzt eine Blondine draus machen. So, und zwar nehme ich da den Ton Leiter Ocker, Yellow, Light Yellow Ocker, ja, ne, 183. Dann nehme ich mir nochmal einen hellen Braunton, einen passenden. Ja, würde ich auch wieder den Bister nehmen, den 179. Und die 103, das ist genau 103 Elfenbein. Dann starte ich mit Leiter Ocker. Und zwar, mal schauen, dass wir alles gut sehen, ja. genau, und zwar fange ich vom Scheitel an.
Striche zu ziehen praktisch und lass die dann weich auslaufen. Also ich zeige es euch immer. So kurze, schnelle Striche. Das wirkt dann erstmal merkwürdig. Genauso von unten nach oben hier. So, dann würde ich den bräunlichen Ton, also hier das Bister, nehmen. Das gleiche wiederholen, nur so ein bisschen sanfter. Das soll ja immer noch eine Blondine werden. Hinter den Ohren ist es ja meist ein bisschen dunkler, wenn ihr jetzt die Haare hier hinter den Ohren hat. Und hier im Nacken auch. Da kann man dann ruhig ein bisschen mehr mit dem Braun tun. Hier wieder die Ohren. So, dann gehe ich meist immer noch mal drüber mit dem Ocker. Um das Ganze ein bisschen weicher zu machen an der einen oder anderen Stelle, gerade jetzt, wo wir mit dem Braun drüber gegangen sind. So, und zu guter Letzt gehe ich immer noch mal komplett drüber mit dem Elfenbeinton, mit der 103, um das Ganze ein bisschen zu verblenden. Und hier die Stellen, die wir jetzt so freigelassen haben, das wären dann praktisch die Lichtpunkte, die Sonne scheint ja drauf. Und ja, Lichteinfall, ne? Gesundes Haar glänzt ja, wir wissen es ja. So, dann kann man nochmal nacharbeiten mit dem Ocker, zum Beispiel hier jetzt am Pony. Genau, das wären dann die Haare. So, die Jacke würde ich dann mal rot machen, glaube ich, dass wir so ein bisschen alle Töne gesehen haben. So, da würde ich dann mischen Geraniumrot hell, das ist die 121. Und Cadmiumrot Mittel, die 217. Das war so für die Ränder, so ein bisschen was Dunkles haben. Ich starte mit dem 121er. Auch wieder hier an den Rändern. Genau, also Schatten würde ich in dem Fall jetzt setzen. Das Licht kommt jetzt von da. Unten ist meist unterm Arm, also hier der Schattenpunkt.
Dann hier außen natürlich. Auch wieder in kreisenden Bewegungen. Da kann man ruhig ein bisschen Farbe auftragen. So, dann hier. Auf beiden Seiten von der Jacke eben einmal. Und dann eben hier hat sie jetzt die Hand davor. Da wird Schatten sein. Vom Schirm. Und hier an der Seite. So, genau, hier kommt jetzt das Licht von da. Also wäre jetzt auch hier unten der Schatten. Hier in der. So, dann haben wir schon mal die Schattenpunkte gesetzt. Wobei ich jetzt hier unterm Kragen würde ich jetzt auch nochmal. Und hier. So, dann nehme ich meist den gleichen Stift, um das so ein bisschen weicher auslaufen zu lassen erstmal. Dann wirklich nur ganz, ganz leicht übers Papier. Mal verblendet es ein wenig. Also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, ich habe jetzt nur die wenigen, die einigen wenigen Stifte. Da lassen sich auch ein, zwei Töne tatsächlich gut verblenden. Selbst ein Stift, je nachdem, was man da macht, reicht da aus, um einen schönen Übergang hinzubekommen. Da braucht man gar nicht sofort das Riesenset, wer da jetzt sagt, möchte ich oder kann ich mir sofort jetzt alles auf einmal nicht leisten. Also wie gesagt, ich habe jetzt 45 Stück und da kriege ich auch gut was mit hin. So, dann würde ich schon mal gucken mit der 217. Die Ränder nochmal nacharbeiten hier. Dass wir es dann gleich sofort mit verblenden können. Auch wieder die Schattenpunkte, die wir gerade gesetzt haben, nochmal ein bisschen Tiefe geben. So, und dann kann man schon alles verblenden und zur Mitte hin weicher werden. Genau. Genau, hier auch in Kreisen, kleinen Kreisen in Bewegung und wirklich ganz, ganz leicht nur drüber. So, und wenn das jetzt ein bisschen zu hell wäre, könnte man immer wieder noch mal nacharbeiten. Dunkler geht natürlich immer, ne? So, den Kragen würde ich jetzt auch nur in dem Dunkelrot machen. Dann kann ich euch ja mal zeigen. Also man kann tatsächlich auch mit einem Farbton Übergänge schaffen. So, also am Rand habe ich jetzt hier ein bisschen mehr aufgetragen, ein bisschen fester gedrückt oder gedrückt und hier drücke ich jetzt gar nicht. So, und dann haben wir auch so einen weichen, schönen Übergang. Hier auch unten am Kragen dunkel. Noch eine Nachricht. So, und oben dann ganz weich drüber. So. Würde auch mit einem Stift dann funktionieren. Also hier genauso. Von da kommt die Sonne, dann ist hier unten also der Schatten.
beziehungsweise dunkler. Und nach oben hin machen wir es wieder weicher. So. Hier das gleiche unten. Hier ist ein bisschen mehr Schatten. Der Schirm ist ja auch noch davor. Kann man jetzt hier ein bisschen dunkler machen. So. So, dann können wir, ich mache mal die Hose. Nehme ich Kobaltblau, das ist die 143. Bei der Hose auch außen dunkler. Und nach innen dann heller werden, weicher dann in dem Fall. So. Da seht ihr also, das hat man jetzt, habe ich jetzt mit einem Stift gemacht. Also man braucht jetzt wirklich nicht, wenn man das nicht möchte, braucht man wirklich nicht alle Farbtöne. Dann würde ich die Schuhe machen, dann nehme ich Schwarz und Grautöne. Kaltgrau, also ich habe zwei, drei Kalt- und zwei Warmgrautöne. Ich nehme jetzt hier Fenster. Da ist so. Kaltgrau, das ist die 254. Kaltgrau 5. Genau. Das ist 3. Das ist die Kaltgrau 3. Die 232. Und Schwarz, die 199. Ich starte jetzt mit Schwarz. Und zwar einmal hier unten, wo der tiefste Schattenplatz ist und einmal unten drunter für die Sohle. So, und hier genauso. So. Hier wäre der Schatten dann ja auf der Seite ein bisschen doller. So, dann nehme ich die 234. Ich blende das hier ein bisschen aus, nach oben. So, und mit dem Grauen gehe ich jetzt nämlich hier an der Seite entlang. Verblende das Schwarz. Hier genauso, Schwarz verblenden. Und hier nochmal Grau. So, und dann nehme ich das hellere Grau, die 232, und verblende alles und mal die Mitte aus. So, wenn einem das ein bisschen zu hart hier die Kante ist, dann kann man da noch mal ein bisschen nacharbeiten oder auch Schwarz nehmen in dem Fall und wirklich ganz, ganz weich hier. So. Wo ich das Grau schon hier habe, den Grauton, würde ich den dunkleren hier für den Schirm nehmen.
So, da wo es näher an die Hand geht, jetzt hier am Kopf. Hier einmal komplett unterm Schirm. Da würde ich es dunkler machen und hier oben ist schon was heller. Und hier einmal. So. da ist er. Genau, den brauchen wir gleich. So, dann würde ich ihr T-Shirt einmal in Cadmiumgelb dunkel ausmalen. Das ist die 108. Auch hier am Rand ruhig ich ein bisschen mehr auftragen, ein bisschen fester drücken. Hier nicht ganz so fest, da ist ja der Sonneneinstrahlung. So. Und dann zur Mitte hin ganz weich werden. So. Die Pfütze, da würde ich jetzt gar nicht viel ausmalen, sondern wirklich nur hier so ein bisschen mit, Smalte Blau, das ist die 146. Wirklich nur hier so einmal am Rand ein bisschen, ganz leicht. Das ein bisschen mit Grau mischen, einen hellen Grauton, das ist nämlich der Kaltgrau 2, die 231. Da muss ich so mal ein bisschen mit rüber gehen. Und so einen schönen Ton. Sieht tatsächlich auch nach Pfütze aus. So. Mit der Wolke würde ich auch das gleiche machen, dass sie so ein bisschen Dimension bekommt, beziehungsweise mit den Wolken haben wir hier so einen kreisenden Bewegung rundherum. Kindchen dreht sich um. So, und dann auch da wieder mit dem hellen Grauton. So, da hat man dann so ein bisschen Dimension gegeben. So, wie malen wir denn den Schirm aus? Dann machen wir erst die Sonne. Dann nehme ich wieder das Cadmium Gelb Dunkel, das ist die 108. Da auch dann wieder am Außen, am Rand ein bisschen mehr. Und dann weicher werden.
Und dann noch den Schirm. Beim Kolorieren dauert es tatsächlich länger zu überlegen, welche Farben hätte man gern, als das Kolorieren selbst. Machen wir mal einen grünen Schirm. Grün hatten wir noch nicht. Ich schau mal. Ich hole oft, wenn ich so gar nicht weiß, hole ich die Grüntöne noch raus, die ich so habe. Wären in meinem Fall die hier. Und gucke, was kann ich da gut kombinieren. Ich nehme die beiden, vielleicht noch den hier mit dazu. Ich schau mal. Ich starte mit Hookers Grün, die 159. An den Stellen, wo es dunkel ist, also Schatten. Und zwar ist es hier drunter dunkel. Und hier an diesen, ja, wie nennt sich das? Vom Regenschirm, ihr wisst, was ich meine. Da, wo die Stangen drin sind. So, dann würde ich direkt schon mal nacharbeiten ein bisschen mit Tannengrün 267. So, permanent grün Oliv, die 167. So, und verblende das Ganze. So, und zur Mitte hin hier wieder weicher werden. Hier kann man ruhig noch ein bisschen dunkler, da ist der Kopf vor. So. Auch hier erst ein bisschen hier, da wo man jetzt meint, das Schatten. Also der Kopf ist jetzt hier davor. Ich würde mal schauen, wo kommt der Schatten hin, beziehungsweise von wo kommt das Licht. Aber hier unterm Schirm ist es einfach erstmal ein bisschen dunkler sowieso. So, dann würde ich nochmal Hookers Grün, die 159 nehmen. Und dann auch hier. Also hier wird es jetzt dunkler. Hier setze ich den Schatten jetzt nur bis hier, weil von da kommt jetzt die Sonne. Hier würde jetzt das Licht drauf fallen. Wenn man sich den Schirm jetzt so geöffnet vorstellt, hier ist jetzt auch wieder Schatten.
hier. So. Genau, dann die 167 wieder. Und hier schon mal verblenden. Genau, würde ich hier das jetzt noch ein bisschen intensivieren, ein bisschen dunkler machen. Kann man ein bisschen Druck aufbauen. Genau, und da ganz locker. So, und hier auch nochmal ein Schattenplätzchen. So, hier fällt ja das Licht jetzt drauf, da würde ich jetzt gar nicht so den Rand, würde ich mit dem hier weiter machen, und zwar nur so ganz leicht hier. So, das wird mir schon so ganz gut gefallen. was ich ganz gerne mache, ist, da wurde ich jetzt auch nachgefragt, zeige ich euch dann auch hier einmal eben, wo ich diese Lichtpunkte, Lichtakzente setze. Das mache ich mit dem hier. Das ist der Uniball, ich hoffe, man sieht es, Uniball Signo. Ja, von was ist da denn? Ist das die Marke? Mitsubishi Pencil. ja, auf jeden Fall der weiße, so ein Gelroller. Und ja, der ist wirklich super deckend. Da kann man auch tatsächlich richtig gut auf Kraftpapier schreiben, auf schwarz. Also ist echt super. Genau, will ich jetzt hier ein paar Lichtakzente setzen, weil da jetzt das Licht herkommt. Hier einmal auf dem Schirm. So. Hier auch ein bisschen den Schuhen. Wo ich auch hier irgendwie auf den Haaren ein bisschen hier mag. Ja, das ist optional. Also wer das mag, ich finde das mal ganz schick. So. Ja, genau. Das war's zum Thema mit polychromes Kolorieren. Wer da gerne noch weitere Videos sehen möchte, genau, ich hatte jetzt da noch ein bisschen was vorbereitet, aber ich glaube, das sprengt jetzt den Rahmen. Wer da gerne noch was zu sehen möchte, das kann ich auch gerne einmal hochladen. Schreibt mir das gerne sonst in die Kommentare. Genau, hier würde ich jetzt wahrscheinlich einfach so ein bisschen Hintergrund noch gestalten, vielleicht mit Distress oder genau, auch ein polychromes einfach so ein bisschen Landschaft gestalten in dem Sinne. Und genau, was ich sonst auch ganz gerne mache,
als Tipp nebenher, wo wir es jetzt schon hier haben, mache ich gerne gerade beim Regenschirm und jetzt bei der Pfütze Glossy Accents. genau, zeige ich euch einmal. Hatte ich bei einigen Karten auch schon mal gezeigt. Wenn es denn regnet und der Schirm nass ist, ne, dann ist er ja auch meist hier so nass. Und wenn das flüssig trocknet, das sieht super aus, als wäre es tatsächlich Regen. Hier oben einmal. So, genau den Schirm, das kann man mit der Pfütze hier machen. Oder ich stempel auch schon mal Regentropfen, dann macht dann auch mal ein bisschen was her. Wenn man die dann ein bisschen wirklich nass aussehen lässt. So, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Genau, wenn das trocknet, ist es natürlich auch wischfest. Ne? Genau, das war es soweit zu dem Thema Polychromos. Wenn ihr da gerne mehr zu sehen möchtet oder auch ein Video zu den Nuvo-Alkoholmarkern, das wären jetzt hier die hier, da koloriere ich auch sehr gerne mit. Dann schreibt gerne in die Kommentare oder eine Mail oder Facebook, Instagram, wo ihr möchtet, da wo ihr so unterwegs seid. Genau, ich hoffe, euch hat das gefallen und hilft euch ein bisschen. Wie gesagt, da hat jeder natürlich seine Technik und seinen Geschmack, wie man da kolorieren möchte, inwieweit. Ich hätte jetzt vorhin so einen Test zum Beispiel, um zu schauen, wie lang wird das Video. Hatte ich schon mal angefangen. Ja. Genau. Da kann man das auch ein bisschen dunkler. Hier hatte ich jetzt auch ein bisschen dunkler gestaltet. Gerade hier an den Enden mit einem, der was glaube ich, mit einem noch dunkleren Braunton. Also das kann man machen, wie man mag. Und mit der Zeit, genau, ändert man ja auch seinen Geschmack auch ein bisschen, ne, dahingehend. Genau. Ich hoffe, genau, dass euch das gut was weiterbringt. Die da so gar nichts mit anfangen können oder nicht wissen, wie starte ich da. Wünsche euch ganz, ganz tolle Weihnachtsfeiertage und schon mal einen guten Rutsch. ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.